Ich bin heute hier am Rhein und jetzt beginnt die Zeit, wo die großen Fische beißen. Ja, das ist ein schöner Sound. Ich liebe den Sound. Boah, hör mir auf. Heute fangen wir eine 80er. Eine 80er? Heute fangen wir eine 80er. 80er Rotauge oder was? Boah. Die kommen ganz gerne im Schwarm. Also da kommt dann immer so ein ganzer Trupp. Und wenn man dann gut gefüttert hat, dann bleibt der ganze Trupp wirklich in der Futterspur und man kann gut fangen. Ja, hallo zusammen und willkommen auf unserem YouTube-Kanal Cresta Deutschland. Ich bin heute hier am Rhein und jetzt beginnt die Zeit, wo die großen Fische beißen. Es ist Herbst. Mittlerweile sind die Temperaturen morgens nur noch einstellig. Also die schöne Zeit mit dem T-Shirt hier zu sitzen ist definitiv vorbei. Aber jetzt beginnt wirklich nochmal das große Fressen. Unser Zielfisch hier am Rhein ist heute eindeutig Barbe und große Brasse. Wie ich heute hier vorgehe, seht ihr alles in dem Video. Schaut mir einfach über die Schulter. Wir legen gleich los. Auf geht's. Ja, normalerweise ist jetzt die Zeit gekommen, wo sich der Fiederangler auf die Knie schmeißt und im Futter rumwühlt. Aber wie der Jan Pusch immer schon sagt, Zeit ist Fisch. So ist es auch bei uns Fiederanglern. Ich habe mein Futter hier schon fix und fertig, wie immer. Das ist hier mein gutes HJG Drescher Deep and Stream. Alle, wo mich kennen, die wissen ja, was ich fisch. Ganz einfach, wie immer, schon hier vorbereitet. Daheim mit dem Futterquirl durchgemischt. Was ich noch dazu gemacht habe, sind so rote Partikel. Das Futter könnte man jetzt eventuell noch mal durchsieben. Zwar benutze ich dann gern von uns so ein 3 mm Sieb, schön hier mit so einem Rand. Aber das Futter sieht gut aus. Von daher, ich kann da gleich loslegen. Jetzt im Herbst beißen die Fische noch mal richtig gut. Die fressen sich gut Winterspeck an. Und da heißt es ganz einfach, ins Futter viele Pellets, viele Maden. Du musst ordentlich Material ran. Und so kann man dann, gerade wenn viele Fische am Platz sind, die Fische ein Stück halten. Ich benutze hier 6 mm Halibut Pellets, 2 mm Halibut Pellets. Dann habe ich dabei wieder jede Menge Maden und natürlich hier geklebte Maden. Könnt ihr mal schauen. Das ist dann so eine riesen Portion, wo da immer mitten in den Korb kommt. Dadurch, dass die geklebt sind, lösen die sich erst unten am Grund auf. So habe ich immer eine schöne Madenspur liegen und das soll doch ein paar Fische bringen. Ich angel hier am Rhein mit einem sogenannten Schnurclip. Ich werde mir jetzt meine Distanz ausloten. Das ist hier ungefähr 25, 30 Meter, einfach weit genug weg. Hier am Ufer sind so viele Grundeln und weiter draußen hat man Ruhe. Und jetzt suche ich mir eine freie Bahn. Ungefähr, ja. Ein bisschen näher kann ich noch. Jetzt lasse ich mal den Korb absinken. Und jetzt merke ich das richtig in der Rute. Er ist unten angekommen. Und jetzt kann ich mal ziehen und die Rute dabei beobachten. Und ihr seht, da ruckelt nichts. Alles sandiger Grund. Die Bahn ist jetzt absolut frei. So, die Bahn werde ich jetzt erstmal vorfüttern. Das ist ganz wichtig, dass man, bevor man überhaupt mit dem Hakenköder anfängt, dass man sich schon mal die Fische auf die Spur lockt. Dazu hänge ich noch gar kein Vorfach dran, sondern einfach nur den Futterkorb und ordentlich geklebte Maden und Pellets mit rein. Und jetzt füttere ich mir einfach nur 8 Körbe vor. Kurze ruckartige Schläge, das Futter geht raus. Ja. Also der Samataro, der macht das ja am Stillgewässer so, dass er wirklich erstmal auch eine Minute wartet. Ja. Das ist im Fluss was anderes, ne? Ja. Da löst sich der durch den Druck des Flusses sowieso der Korb ein bisschen schneller, ne? Ja, also wir werden es auch gleich mal sehen. Wir hängen mal so einen Korb rein hier vorne. Das Wasser ist hier heute wieder ziemlich klar. Und dann kann man mal sehen, wie schnell eigentlich das Futter aus dem Korb rausgespült wird, gerade bei der Strömung. Okay, ich war gerade noch dabei, die zweite Kamera vorzubereiten. Ja, also wie schon gesagt,
Das ist im Herbst natürlich immer wieder solche Fänge möglich. Richtig dicke Plötzen. Und hier kann ich euch auch kurz mal meine Beköderung zeigen. So, also ich habe jetzt hier, Moment, ich beköder neu. Also ich habe jetzt hier unsere Spaghetti Floater. Die gibt es in Gelb, die gibt es in vielen Farben. Ich habe jetzt einfach hier mal einen roten genommen, weil Rot ist so eine super Farbe für Barben. Den ziehe ich hier hinten auf den Schenkel. Ich weiß, Tipps und Tricks mit Günni. Der Günni macht das anders. Der wird bestimmt mit mir schimpfen, wenn er das sieht. Aber ich bin das so gewohnt, dass ich die Gummimade auf den Schenkel ziehe und dann einfach noch mal 4-5 Maden vorne dran. Und zwar unseren ganz, ganz scharfen Gamagatsu A1 Haken. Und da könnt ihr mal schauen, da läuft kein Saft raus von den Maden, gar nichts. Die gleiten gerade so auf die Spitze. Und das ist immer ein gutes Zeichen, dass der Haken scharf ist. So sieht meine Beköderung aus. Ja, und wie gerade eben gesehen, erfolgreich. So, heute kommen die Dicken. Janik, heute kommen die Dicken, das sage ich dir. Dein Wort in Gottes Ohr. Heute fangen wir eine 80er. Eine 80er? Heute fangen wir eine 80er. Muss ich erstmal realisieren, was du da erzählst. 80er, 80er Rotauge oder was? Boah! Scheiße, ab! Was war das denn? Ab! Boah! Scheiße! Genau! Ich dachte, du machst gleich einen Satz nach vorne ins Wasser. Ja, Freunde, leider ausgestiegen. Ich schaue noch mal nach. Nee, die hat mir leider das komplette Vorfach gesprengt. Ich konnte gar nicht so schnell reagieren. Das passiert leider mal. Es kommt zwar nicht oft vor, aber so ist Angeln. Aber Sebastian, was schwimmt da vorne? Ja, der nächste Pott, ne? Er sagt es immer wieder, mit den Schiffen kommen die Fische, ne? Boah, du wärst fast ins Wasser gefallen. Du stehst auf und dann geht das Ding los. Jetzt sind die Barben da und jetzt können wir gut fangen. Erzählt er hier was von der 80er und auf einmal drischt das Ding da rein. Ganz viele haben mich ja privat schon angeschrieben, was ich hier für eine Route verwende. Und das ist hier meine Cresta Solid River Feeder. 3,90 Meter lang, 200 Gramm Wurfgewicht. Ich habe hier eine 4-Unzen-Spitze montiert. Aktuell ist der Pegel etwas gefallen. Das heißt, ich könnte vielleicht noch sogar leichter gehen auf 3 Unzen. Aber ich lasse jetzt noch die 4 Unzen drauf. Zur Rolle auch wieder passend dazu die Solid 5500 WX. Da drauf habe ich eine 26er monophile Schnur. Und so ist mein Setup hier am Rhein. Richtig stabil, macht was her. Hier meine Montage am Rhein ist auch die, wo ich in den allermeisten Fällen verwende. Eine ganz normale Freilaufmontage. Wir haben hier bei Cresta so spezielle Gummistopper. Und da ist gewährleistet, dass der Korb so einen schönen Abstand bildet. Beziehungsweise hier das Schwänzchen, wo dann nachher das Vorfach dran kommt. Und so hat man absolut keine Verhedderung. Das ist echt eine super Sache. Normalerweise hat man immer viel Zeug dabei, viel Kram. Aber wenn ich jetzt hier in den Rhein fahre, kann ich mir schon so ziemlich alles zurechtlegen, was ich brauche. Und das passt wirklich alles hier in so eine kleine, Box rein. Das sind einfach ein paar Haken, ein Hakenlöser, ein paar Wirbel. Und schon bin ich bereit. Meine Futterkörbe hier, da brauche ich auch keine riesen Auswahl. Unsere Cresta, die XL, die großen, 100 Gramm, 120, 140 Gramm. Ja, und da kann ich einfach schauen. Bei den Korbgewichten hier, während dem Angeln variiere ich das immer. Also ich angel nie konstant 100 Gramm, sondern wenn dann mal eine halbe Stunde nichts beißt oder ja, dann probiert man einfach mal schwerer oder leichter zu gehen und das ist dann oft entscheidend, dass die Spitze krumm geht. Also unbedingt mal ausprobieren, verschiedene Korbgewichte, ist immer gut. Machst du jetzt irgendwas anders oder dass du irgendwie auf Pellets gehst oder sowas? Oder ist das erstmal egal? Ja, also ich erhöhe jetzt viel, ich bringe jetzt viel Pellets mit dazu. Okay. Weil Pellets, die halten ganz einfach die Fische auf der Spur. Die Barben und die Brassen, die kommen ganz gerne im Schwarm. Also da kommt dann immer so ein ganzer Trupp. Und wenn man dann gut gefüttert hat, dann bleibt der ganze Trupp wirklich in der Futterspur und man kann gut fangen. Oh, das war doch schon mal ein guter Start. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es so weitergeht. Meine absolute Lieblingszeit, Herbst am Rhein. Macht einfach Spaß.
Da war schon wieder so ein ganzer Güterzug, der da dran hing, ne? Ratte einfach los. Oh, Sebastian, guck mal, wie tief der fliegt. Ja. Jetzt holen sie dich, du. Generell am Friedfisch angeln. Man kann sich ja die Fische auf den Platz locken. Ja? Anders wie beim Raubfischangeln, wo man sie eher suchen muss, locke ich mir so die Fische auf den Platz. Und wenn ich dann mit meinem Futter und mit den Ködern richtig arbeite, kann ich mir die Fische schön am Platz halten und dann regelmäßig Bisse haben. Das ist das Schöne, weil du hast das Zepter dann so ein bisschen in der Hand, ne? Und musst nicht so viel suchen. Du lockst sie zu dir, ne? Absolut, ja, genau. Klar, es gibt auch Tage, da machst du nichts, da bekommst du keinen Biss. Hatte ich auch schon. Da denke ich, angel ich zum ersten Mal oder was mache ich falsch? Aber das gehört auch zum Angeln dazu. Sagen wir gerade an so großen Naturgewässern, große Naturseen, kann es immer mal vorkommen, dass man nichts fängt. Aber ich finde, das macht auch so den Reiz aus. Anderes Mal, wenn man wieder gut fängt, und dann weiß man das zu schätzen irgendwie. Wie langweilig wäre das Angeln, wenn man immer nur fangen würde, ne? Ja, das wäre wirklich langweilig. Aber jetzt haben wir wieder hier eine krumme Rute. Ich möchte jetzt keinen Tipp abgeben, was das für ein Fisch ist, Yannick. Na komm, lass uns eine Wette machen. Okay, sag ab. Ich sag, es war ein Fisch. Genau. Was sagst du, was war's? Ich sag Skimmer. Ja, könnte ein Skimmer gewesen sein. Welsangler. Ich hoffe, dass wir heute von der Welse verschont bleiben. Fisch? Aber nix. Ja, ja, schön. Und gerade wo ich den Korb mal so gelupft habe, ist auch immer mal so ein guter Trick. Ja. Also eine Barbe ist es nicht, das kann ich schon mal sagen. Janik, gib einen Tipp ab. Doch, Barbe, kleine Barbe. Kleine Barbe, okay. Ich sage, es ist eine riesen Rotauge. Kämpft aber auch irgendwie wie so eine Zerte irgendwie. Es ist eine Zerte, ja. Hab ich doch recht gehabt. Zerte. Hier ein absolut seltener Fisch. So, Montage, Vorfachlänge, alles perfekt. Fisch hängt ganz tadellos in der Unterlippe. Könnt ihr mal schauen. Hier ein ganz seltener Fisch. Eine Zerte. Wow. Ganz toller Fisch. Geh das an. Oh, guck mal, diese spezielle Nase da vorne. Ne? Ja. Absolut toller Fisch. Ja. Freue ich mich immer, wenn ich so einen mal habe. Ich heb mal nochmal an. Nochmal ein bisschen Bewegung. Ist auch immer so ein Trick, ne? Dass man einfach so ein bisschen den Korb nochmal versetzt. Ja, einfach nochmal lupfen, genau. Wie beim Fußball, ne? Einfach auch mal lupfen. Sebastian, ich höre die Bremse. Ich kann nicht versprechen, ob es ein 80er ist, aber es ist auf jeden Fall eine Barbe. Ich höre die Bremse. Ja, das ist ein schöner Sound. Ich liebe den Sound. Boah. Hör mir auf. Immer schön die Rute hochhalten, wenn es geht, dass ja nicht der Korb in die Steine rutscht. Ah ja, die bockt ganz schön. Die bockt richtig gut. Jetzt kommt so ein bisschen Strom aufwärts. Okay. In der Schlussphase auch immer noch die Bremse ein Stück offen lassen. Sebastian. Huhuhu. Lass nicht ins Kraut gehen. Ja, das ist. Ja, nix. So einfach ist es nicht.
gerade bei den großen Barben kann es immer mal passieren, dass die ins Kraut flüchten oder irgendwie in die Steine hauen. Die haben halt richtig Power, lieber Mann, Bock die. Ich sehe sie auch noch nicht. Ich habe sie schon einmal flanken sehen. Boah. Ja. Okay. Oh. Ich habe hier immer unseren großen Cresta-Eimer vor mir stehen an der Sitzkiepe am Fußpodest. Wo wenn ich dann jetzt wie hier so einen großen Fisch, dann kann ich den immer hier mal kurz ablegen, bevor ich dann auf die Abhackmatte gehe. Und so liegt er immer geschont hier im Wasser. Und ja, das handhabe ich immer so. Ja, Janik. So 80 cm fehlt ja doch noch ein kleines Stück. Schauen wir mal. Die hat, ich lege sie mal an, vorsichtig mit den Flossen. Die hat gut 70 cm. Ja. Aber wenn du mal schaust, was ein kräftiger Fisch. Wahnsinn. Ein absoluter Kämpfer. Vor allem makellos. Wahnsinn, eine schöne Herbstbarbe. Da fehlt nicht eine Schuppe. Wir haben hier das Entnahmefenster und ja, die ist ja deutlich über 60 cm. Deswegen darf die jetzt zurück. Wir setzen sie schonend zurück. Nach so einem Biss jetzt, wo ja auch ein bisschen weggewedelt wird durch den Fisch und durch den Drill, wie viel Körbe fütterst du dann so nach? Ja, da kann man ruhig mal 3-4 Körbe nochmal nachfüttern. Also es schadet nicht. Wie schon angesprochen, jetzt ist halt die Zeit, wo die Fische nochmal richtig viel fressen. Und um so mehrere Fische auf der Spur zu halten, da muss einfach immer wieder Material drauf. Am besten immer Pellets und geklebte Maden. Aber jeder Angler hat ja auch so seinen besonderen eigenen Tipp. Ja. Was hast du da irgendwas, was du noch an die Maden dran machst oder so? Ja, also mein besonderer Tipp, wo ich so noch habe, ich weiß nicht, das ist aber auch kein Geheimnis. Das ist einfach nochmal so ein roter Pulverdip. Also auf den schwöre ich und das merke ich deutlich, wenn jetzt eine Zeit lang, 10, 15 Minuten, wo so eine Flaute war und es kam kein Biss. Wenn ich dann wieder mit dem roten Pulverdip die Köder dipp und dann kommen wieder die Bisse. Also das bringt immer nochmal so einen Boost. Jo. Ja, währenddem ich hier unser Essen zubereite, ist der Yannick am Fische drillen und das mit meiner Rute. Ich hab ein... Oh, rote Flossen. Ich muss es dem Altmeister doch auch mal zeigen. Ah, was ist das? Ja, Yannick greift nach seiner Linken zu unserem Kescherstab. Ja. Schön gemacht, oh. Sauber. Petri. Oh, jetzt so ranziehen, ne? Jawohl. Die Rute lege ich jetzt ab. Achso, Rute legst du ab, ja? Genau. Kannst auch den Rücklauf anmachen. Ah, es geht aber. Oder einfach nicht. Die Rolle auf, ne? Ja. Ich keine Schnurspannung mehr. Und ein bisschen nachgeben. Zack. Ich komme mal ein bisschen näher. Ich glaube, das ist ein Riesenrotauge. Also, Yannick. Was hast du da eben gefangen, Janik? Das ist ein kapitales Rotauge von 40 cm. Hey! Unfassbar! Was für ein Brett! Der fängt einfach mal ein kapitales Rotauge. Einfach mal so. Einfach da müssen wir so. Aber unbedingt mal auf die Abhackmatte. Ja, wir wollen gleich grillen hier, deswegen raucht das ein bisschen. Aber ein 40 cm Rotauge, mein erstes Rotauge in dieser kapitalen Größe aus dem Rhein. Wahnsinn! Danke, dass ich auch mal werfen durfte. Dickes Petri, echt, ein echter Traumfisch. Boah. Oh, Yannick mit seinem nächsten Fisch. Du sollst mich doch nicht immer filmen. Ich habe mir die Haare noch nicht gemacht.
Oh, da steht aber ganz gut drin. Ne? Ja, ich schätze auf, was schätzt du? Ich schätze auf Brasse. Ja, ich kann das so aus der Distanz, ich würde sagen Barbe sogar. Aber ich würde sagen, es ist eine Barbe. Oh Mann, ist das spannend. Das erinnert mich so an Norwegen. Die Route so krumm. Und dass die einfach dann an die Kante kommen und dann wieder richtig loslegen, ne? Ja, ja. Absolut, ich habe recht gehabt, eine Barbe. Huhuhu. Ja, da siehst du mal, gerade am Ende, ne? Was das nochmal so für Adrenalin ist. Ja. Man muss doch ja aufpassen. Ich gebe dir noch einen Tipp, Kurbel nicht zu hoch. Ja, du hast recht. Habe ich gleich wieder das Problem. Kannst ruhig den Korb so 3 Meter von der Spitze weglassen und dann okay. Die Route hochheben. Ja. Da machst du dir viel einfacher mit dem Keschern. Da hast du recht. Habe ich einen besseren Hebel zum Keschern, ne? So, Kescher. Schön leichter Kescher. Ja, leicht und stabil. Jetzt hat es den Kescher gesehen. Also das ist wirklich auch für mich eine schöne Alternativangelei in der Raubfisch schon seit dem Frühjahr, ne? Das ist absolut. Ah, du machst das klasse. Petri, sehr gut. Uhu. Oh, Leute. Für mich als Raubfischangler eine super Alternative, auch für die Raubfischschonzeit im Frühjahr. Und was das für Torpedos sind, was die für eine Kraft haben, ne? Irre. Absolut. Sebastian, eigentlich ist das dein Film heute. Sorry, dass ich dir gerade die Show stehle, aber für die lohnt es sich, glaube ich, ne? Top, dickes Petri, kann ich dir nur sagen. Danke dir. Boah, sind das schöne Fische, ey. Ja, das ist jetzt gerade so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Ich glaube, gleich kommt ein Biss. Jetzt kommt gleich Strömung. Einmal strömt das auf einmal ganz anders hier. Gell, das merkt man. Also du merkst, dass da jetzt was kommt. Und das riechen die Fische ja auch, ja, dass klar. Da auf einmal sich was verändert. Dass man das, ey, guck mal. Auf einmal wird der Korb leer. Wird zur Seite gespült. Wie cool ist das denn? Oh. Eieiei. Wir haben gerade noch gesagt, hinter ihm kommt ein Schiff und ja. Der Korb, ich mache gerade eine Unterwasseraufnahme vom Futterkorb, der wird gerade ausgespült. Absolut, Yannick, du hast es jetzt gesehen, obwohl das Schiff, das ist bestimmt noch 200 Meter weg, was das jetzt schon für eine Unterströmung erzeugt. Und das sind die absolut besten Phasen. Und so wie die Rolle jetzt gekriegt hat, würde ich sagen, ist es wieder eine Barbe. Uiuiui. Die zieht richtig, ey. Ich habe jetzt gerade vom Hakenköder mal was probiert. Es war so eine kurze Flaute von 20 Minuten. Und habe einfach mal ganz tief in die Trickkiste gegriffen und habe mal meinen roten Erdbeermais dran gemacht. Das ist immer so ein Joker, den ich verwende, wenn man eine Zeit lang nichts geht. Und ja, der Korb liegt jetzt keine 5 Minuten und der nächste Fisch ist dran. Den roten Erdbeermais kann man auch immer mal wieder einen Karpfen fangen. Aber so vom Drill, vom wie der Fisch hier kämpft, ist es eine Barbe, eindeutig. Wie die bockt. Boah. Boah. Oh, der geht ja runter wie ein Pollack. Unglaublich. Die Power haben, ey. Also ich kann es jedem nur immer empfehlen. Geht mal an den Rhein. Boah. Und angelt mal auf Barben. Da sieht man auch mal, wie wichtig diese Spitze ist, ne? Absolut. Also jetzt, wie du jetzt gerade gesehen hast, in der Situation, wenn jetzt die Route zu steif ist und nicht die Aktion hat. Und dann passiert es oft, dass einfach das Vorfach sprengt oder der Haken ausschlitzt. Deswegen ist es wichtig, dass man eine weiche, relativ weiche Rute hat mit einer guten Aktion. Und das hat die Rute, das ist top. Oh. Boah, nächster Fisch jetzt.
Er sackt hier die Güterzüge ein. So. Leco mio. Mit der Kescherkopf vorne gegriffen, dass hier nichts abbricht, lege ich sie hier ab. Haken. Also wirklich tadellos an der Seite hier, an der Unterlippe. So, und mit der gehen wir mal auf die Abhackmatte. Absolut toller Rheinfisch. Ich sag's ja, im Herbst beißen die richtig dicken Barben. Die hat jetzt wieder knapp über 70 cm. Absolut toller Fisch. Wie ich dem Yannick schon zu Beginn gesagt habe, im Herbst fressen die Fische nochmal richtig. Und ja, das konnten wir heute gut ausnutzen. Ganz wichtig, Leute, wenn euch unser YouTube-Kanal gefällt, dann lasst ein Abo da, liked das Video, das würde uns freuen. Und schaut auch unbedingt mal auf den anderen Social Medias vorbei, Instagram oder Facebook. Lasst einen Daumen da, würden wir uns drüber freuen. Bis zum nächsten Video, Leute. Wenn ihr am Wasser seid, ganz viel Petri Heil. Macht's gut und ciao. Mir was mitgebracht für meine Barbe. Bist aber Feinschmecker, du. Hi, Freunde. Hier ist Yannick, der Kameramann von Cresta. Ich bin wieder eingeladen worden vom lieben Sebastian. Wir sind hier gerade am schönen Rhein und haben auch schon den ein oder anderen Fisch gefangen. Das Ganze seht ihr in den nächsten Wochen auf YouTube. Und schaut mal, was der gute Mann hier für mich macht. Also was der hier für mich macht. Alles dabei. Ich habe jetzt gerade schon Gemüse geschnippelt. Die Holzkohlen sind schon auf Temperatur. Da legt man gleich unser Grillfleisch drauf. Und ich darf hier noch nicht zu viel verraten, aber weil der Yannick zwei richtig kapitale Fische gefangen hat, habe ich auch was Feines mitgebracht. Ja, ich würde sagen, so kann man es aushalten, oder? Aber ich würde sagen, spätestens in 5 Minuten geht es uns hier ziemlich gut und den Film seht ihr bald auf YouTube. Macht's gut.